Lieber Gehirngetestete und sonstige App-Spieler, wir wollen heute weitere Level des Braintests lösen. Und jetzt nicht schon die 151 direkt. Da bin ich gerade stuckt. Sagt man das so? Also da hänge ich gerade, so wir starten bei der 100 und gehen hoch auf die 150, wo ich gerade hänge. Und in dem weiteren Video mache ich dann auch die 100. 50 oder 151 bis 200. Ist die Sache so, dass ich immer viel labere in diesen Lösungsvideos, meistens weil ich schimpfen muss, weil diese Levels so blöd formuliert sind oder weil es einfach Quatsch ist. Ich versuche mich heute mal ein bisschen zusammenzureißen und einfach hier die Lösungen runter zu lösen. So, wir fangen also bei der 100 an und ich habe keine Ahnung, wie man das Level lösen soll. Da muss ich erstmal auf Check App gucken, was da hier die Lösung war für das Level 100. Hey je, also immer wenn ich im Hintergrund klicke, klicke ich mich auf unsere Seite Check App auf die Lösungen. Da haben wir die levelweise schriftlich formuliert, meistens auch mit einer ausführlicheren Erklärung, warum das Level so gelöst werden muss. Und Level 100 sehe ich gerade hier, wenn wir wirklich beim Braintest sind, scheint sich auch geändert zu haben. Na, das ist aber ärgerlich, weil normalerweise stand hier vervollständige die Gleichung. Und na, das ist jetzt nicht mehr. Was haben wir denn hier jetzt von der Lösung? Bitte hilf mir, meine Socken zu finden. Na, herrje, wo sind denn hier die Socken? Also mit dem Update gab es jetzt nicht nur neue Level, sehe ich gerade, sondern auch. Ah, wir sind. Hä? Was ist denn jetzt hier gerade passiert? Die sind gerade Handschuhe entstanden, doppelt, oder waren die schon immer da? Herrje. Was ist los? Was machen Sachen? So, ich habe keine Ahnung. Wo sind denn hier die Socken? Ändere deinen Blickwinkel. Ach, das heißt, wieder mal rauszoomen. Okay. War ja klar. So, jetzt sind die 101. Gucken wir mal, ob die sich geändert hat. Oder bin ich im falschen Spiel? Weil die ganzen Brain-Tests und Brain sind ja alle so ähnlich. Sind wir hier bei Brain-Test? Ja, wir sind bei Brain-Test, wa? Sims Mobile möchte, dass ich mal wieder reinschaue. Aber keinen Bock mehr auf Sims Mobile. Spielt das noch jemand? Also Braintest. Level 101. Ich möchte etwas Mayonnaise. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich sehe schon, dass es vollkommen berechtigt ist, dass ich auch nochmal die alten Level hier durchlöse, denn die Lösungen, die ich auf Check App habe, stimmen nicht mehr. Die Katze möchte auch mal fliegen, ja. Ich glaube, das Level kenne ich trotzdem. Also es war trotzdem ein Level. So. Was wir schon mal gelöst haben. Also die Levels scheinen sich nur verschoben zu haben. Das heißt, wer die Lösung nicht findet zu den Levels passend, der möge bitte einfach suchen, die Suchfunktion benutzen und dann. Ach ja, die Katze möchte auch mal fliegen, war vorher Level 109 und jetzt ist es Level 101. Kann sein, dass ich das nochmal update, aber wenn es beim nächsten Update sowieso wieder und so weiter und so fort. Aber das Level kenne ich auch. Muss man einfach Tier auf Tier schieben, also der Nahrungskette entlang. Jeder dieser Brüder, das kenne ich auch, das Level mit diese, jeder dieser Brüder, ich glaube, das war relativ simpel. Jeder dieser Brüder hat eine Schwester. Wie viele Geschwister gibt es? Es sind fünf Brüder, also sind es sechs insgesamt, weil jeder hat nur eine Schwester, also die haben alle eine Schwester zusammen. Level 104. Er weigert sich, die köstliche Suppe seiner Mutter zu essen. Jo, die Tasse steht dort oben so verdächtig. Er weigert sich, die Suppe zu essen. Oh, jo. Die Tasse fällt runter. So, das war die Lösung, dachte ich mir. Gut. Wie hoch sind die Gesamtkosten? Jo. Ist ja schon mal verdächtig, dass man hier unten nur Ganzzahlen eingeben kann. Also dürfte es wahrscheinlich 11 sein, wa? Nein. 12? Braucht man gar nicht rechnen. Hoch, bitte fangen Sie ein. Da muss man bestimmt die Ausgänge zuhalten. Hat's geklappt? Warte mal, da halten wir den einen Ausgang zu. Dann weiß ich, dass er bei dem anderen kommt. Ach nee, hier gibt es Klappen, die man zumachen kann. Ich sehe schon. Ah, super. Ja. So. Eingefangen. Alle Klappen einfach zugemacht, wenn sie nicht da ist. Super. Der Lehrer möchte, dass du ein Rechteck zuschneidest. Ja, das dürfte relativ simpel sein. Ohne das Messer. Irgendwie so. Was? Ja. Mit dem Messer? Na gut. Okay.
Bitte hilf ihm, seine Geldbörse wieder zu bekommen. Ich glaube, das war so, dass man die beiden Schnauzen Teile mit den Fingern hält. Genau. Also ich habe die Schnauze mit zwei Fingern gehalten und ich möchte es nicht teilen. Also ich teile es ja schon mit euch jetzt die Lösungen. Hilf dem Auto über den Fluss. Baum? Sonne? Nee. Auto fährt mir über den Fluss. Eieieiei. Ah, hier ist eine Wolke. Okay. Die Wolke vor die Sonne gezogen und schon friert der Fluss zu. Super. Super Level. Füttere die Fische für jeden einen Ring. Füttere die Fische. Ja, füttere die Fische finde ich auch nicht als Level. Also das ist gerade ein bisschen verhext. Ich muss da drüben auf Jack App die Level ab 100 nochmal ein Update machen. Wenn du dieses Video hier siehst, wird es schon passiert sein. Also die Level muss ich alle mal wieder neu sortieren. Füttere die Fische war Level 119 aktuell. Jo, dann müssen wir jetzt jeden Fisch hier einfach füttern. Aber jeden halt. Wenn das immer noch. Ah, gehen das jetzt wieder von vorne an? Nee. Ah, wow. Jupp. Kann man hier außen rings rumgehen? Ja. Man kann außen rings rumgehen, Leute. Gut. Dann ist es ja einfacher. Dann sind wir fertig. Ich habe hier einfach jeden Fisch so einen Kringel gegeben. Und man kann außen rings rumgehen. Ich hasse, dass das Video nicht startet. Ja, da muss man irgendwie so einen Button hier hochziehen. Den hier. Schon faszinierend. Das ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich die Level gelöst habe und ich kann mich trotzdem noch daran erinnern. Was habe ich denn für ein Gedächtnis? Dieser Kaffee ist kalt. Kaffee ist kalt. Da müssen wir bestimmt die Spiegel irgendwie so ein. Den Spiegel. Die Taschenlampe will nicht angehen. Hey, geht die erst dann an, wenn das ja die Spiegel richtig ausgerichtet sind? Ja. Ich komme mir gerade wie im Physikunterricht so Optik. Optik 1 vor. Ist ja auch total sinnvoll mit einer Taschenlampe, die heutzutage bestimmt fast immer LED ist, eine Kaffeetasse zu erhitzen. Was kann man die Dreiecke irgendwie drehen oder irgendwas machen? Hey, dann tun wir die Dreiecke bestimmt alle hier oben mit rein. So hier. Und das Quadrat will irgendwie noch nicht. Ja, das Quadrat liegt irgendwie noch nicht richtig. Legen wir die Dreiecke mal unten drunter. Und jetzt das Quadrat. Komm, ja, bitte sehr. Das war Level 113. Korrigiere die Gleichung, ist Level 114. Wie korrigierst du diese Gleichung? 9 plus 3 ist 5. Ah, ich würde ja zu gerne suchen, aber ich habe nur eine Hand frei. Öffnen wir mal die anderen. Wie korrigiere ich die Gleichung? Ich habe keine Ahnung mehr. Was lässt sich denn hier korrigieren? Lässt sich hier alles verschieben? Oh, es lassen sich alle verschieben. Na, das ist böse. Da brauche ich wirklich die Lösung jetzt nochmal. Vielleicht hätte ich erst die Lösungen updaten sollen, bevor ich das Video mache, wa? Aber so sieht er mal, dass das wirklich nicht einfach ist, hier die Lösung zu finden. Und ich ja teilweise auch 10 Minuten gesessen habe, die Lösung aufzubereiten und zu finden, wenn ich nicht sinnloserweise Werbung angeguckt habe, um nein, könnte denn hier die Lösung sein? Ich habe noch einen Joker offen, also ich könnte mal wieder einen Joker benutzen. 9 plus 3 ist 5. Also bis zu 150 kommt das irgendwie nicht vor, das Level. Was soll denn das? Gucken wir mal hier nochmal am zweiten Bereich. Ich habe jetzt hier keine, also an das, ich habe gerade noch mein Gedächtnis gelobt, dass ich mich so toll erinnern kann. Dass ich hier die Lösungen so toll finde, aber hier an der Stelle hängt es bei mir wirklich gerade. 9 plus 3 ist 5, das ist ja nicht korrekt. Ja, 5 plus 3 ist 8, könnte die Möglichkeit sein, wa? Will aber nicht. Hey. Also man könnte jetzt aus dem ersten eine 8 machen. Ach, 5 minus 3 ist 8, ja. 8 minus 3 ist 5. So, lange gesucht und ich habe es jetzt auch so hingekriegt. Tippe in einer bestimmten Reihenfolge auf die Früchte. Tippe in einer bestimmten, ja. 1, 2, 3, 4. Jo, wir sind erst bei Level 116. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Wir feiern Geburtstag, aber wie alt wird das Geburtstagskind? Ja, das weiß ich doch nicht. Wo soll ich denn das wissen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder was? Nein. Das Kind wird nicht 8. Wieso denn nicht?
Wir feiern Geburtstag und das Kind wird nicht 8, obwohl es 8 Kerzen sind. Wieso werden überhaupt solche Levels nochmal geändert, wenn es die, wenn es die schon mal gab? Oder ist es so, dass bei euch das Level 116 ein anderes ist und die sind geschaffelt, wie man so schön sagt? Wir feiern Geburtstag. Ach so, da muss irgendwo eine Torte sein. Ich sehe aber keine Torte. Ach doch, da. Jo, das war jetzt Level 116 und Level 125 war es vormals. Und das war mal 100 Level 132, glaube ich, oder sowas. Upsi. Also ich habe die Zielscheibe großgezogen. Ach komm, die Level kenne ich alle schon, das ist langweilig. So, hilft der Ratte zum Käse zu gelangen. Ach so, zum Käse. Ich dachte, die Ratte soll zur Maus, so wie sich das gehört. Ach, die Ratte soll zur Maus. Was rede ich denn? Ich dachte, die Maus muss zur Katze, wie sich das gehört. Ah, die Maus muss zum Käse. Naja, gut. Was gehört, das war bestimmt das Level fürs chinesische Neujahr, war. Was gehört an die Stelle des Fragezeichens? 1, 3, 5, 2, 4. Das ist eine sehr gute Frage. Der sechste Buchstabe des Alphabets eventuell. Das ist F, oder? Ach, F. F? Nein. Du. Was gehört an die Stelle des Fragezeichens? Ah. Keine Ahnung. Also das ist 1, 3, 5 und 2, 4, 6. Weiß ich nicht. Bist du schon mal mit einem Auto? Ach so. Ein Auto mit einem Schaltgetriebe. Ja, das ist wieder wunderschön. Das ist natürlich R. Steht das auch auf deutschen Autos drauf, das R? Steht da rückwärts? Weiß gar nicht. Komisch. Sieht nur tausendfach am Tag, aber welches Auto ist das langsamste? Na, weiß ich dann hier, das rote wahrscheinlich. Ne, das Auto, was hier oben steht, ja, das ist wieder so ein Joke-Level. Okay. Also das Auto im Text, das langsamste. Wie reparierst du diese Gleichung? Wie, seit wann tut man eine Gleichung reparieren? Ne? 7 plus 6 plus 5 ist 5. Ja, das stimmt nicht. 7 plus 6 sind 11, sind 18, ist nicht 5. Was kann man hier tun? Allerhand kann man hier tun. 5 ist 5, ja. Und jetzt der Rest, den können wir aus dem Bild rausschieben. Ja. Jo, wir brauchen 5 Schauspieler für unseren Film. Wen sollen wir loswerden? Ja, ich finde eigentlich alle sind Schauspieler. Nicht Schauspieler. Die haben alle keinen Unterkörper irgendwie. Das sind dann wie schlechte Schauspieler, wenn man keinen Unterkörper hat. Die können ja. Ich habe ja nicht. Können, ja, von mir aus können sie auch ohne Unterkörper Schauspieler sein, aber. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was ihr für einen Film drehen wollt. Kann man hier irgendwas antippen? Nee. Man kann hier nichts antippen. Aha. Ich würde jetzt einfach einen auswählen. Na, wie soll ich jetzt einen auswählen, wenn ich nicht weiß? Ratlos. Wir brauchen 5 Schauspieler für unseren Film. Ja, Leute, ich bin echt ratlos gerade. Schütteln ist auch eine gute Wahl. Vielleicht wird es jemand schwindelig. Ist es ein Film mit viel Schwindelfaktor? Nee. Haben wir irgendwas zoomen? Nee. Haben wir irgendwas tippen? Nee. Aber das Level hasse ich gerade jetzt. Man kann ja nichts tippen. Und nichts zoomen. Schütteln habe ich schon versucht. Ich habe es noch nicht. In Dunkelheit gelegt, vielleicht ist ja einer ein Zombie oder so. Jo. Wieso ist der mit der Perücke jetzt schlecht? Das verstehe ich nicht. Aber ich habe ja dem einen die Perücke hochgezogen und dann. I don't know. Keine Ahnung, was da los war. Das hier soll, der hier soll die Schneeballschlacht gewinnen. Ja, wie macht er Also die Schneebälle lassen sich bewegen. Ah, okay. Die Schneebälle werden immer größer, sodass er eigentlich nicht mehr schießen kann und eigentlich verloren hätte, aber der Schneeball wird immer größer und er gewinnt dadurch. Easy. Hilf mir, ich weiß nicht, wo ich abbiegen muss.
Ja, rechts abbiegen. Was muss man tun? Was muss man tun? Ja. Ja, drehen, ne? Das Gerät drehen und dann. Ja. Also so drehen, dass man das Zeichen lesen kann. Welche ist am längsten? Hier muss man pusten oder was? Ja, die ist am längsten, okay. Aber ich habe den Kopf jetzt immer zu den Luftdingern geschoben und dann. Wo kommt der Bienenhonig? Woher kommt der Bienenhonig? Ja, kann man einfach mal probieren, mal sehen, was wir wollen. Oh. Kann man irgendwas ziehen? Der Bienenhonig kommt von den Bienen, oder? Er mag jetzt schon mal nicht, dass ich überall draufklicke. Okay. Das ist ja schon mal ein interessanter Multiple-Choice-Test, wo es keine richtige Lösung gibt. Ja, soll ich auf das hier oben? Ja, das ist ja so doof, das mag ich nicht. Also der Bienenhonig kommt von der Biene, aber der Bienenhonig kommt ja nicht vom Bienenhonig. Also das ist Quatsch wieder. Ja, ich brauche 10 Dollar, bitte sehr. Was ist los? Hier, 10 Dollar. Jetzt? Okay. Das wird man ja aus der Tasche ziehen und drauf tippen. Hat mir auch nicht so gefallen, das Level. Das war blöd. Wenn ein Huhn in 5 Minuten gekocht wird, wie lange würde es dann dauern, es 5 Hühner zu kochen? Das ist eine sinnlose Schätzfrage, oder? 5 Minuten. Wenn man natürlich nur einen Topf hat und die nacheinander kocht, dann bräuchte man 25 Minuten wahrscheinlich, wa? Hätten sie vielleicht. Entdecke die Schwerkraft Newton. Isaac Newton. Entdecke die Schwerkraft. Wenn ihr das auf eurem iPhone spielt, wie war das gleich mit Newton? War das nicht so, dass das Apple-Logo irgendwie von Newton inspiriert war? War es das? Ich muss bestimmt schütteln, dass ein Apfel vom Baum fällt. Ja, ja. Langweilig. Ein weiterer armer Mann braucht deine Hilfe. Level 130. Ein weiterer armer Mann. Okay. Also ab der Stelle, das ist jetzt Level 130. Also seit dem neuen Update jetzt mit den neuen Levels. Und da stimmen die Lösungen jetzt auf CheckApp überein. Okay. Ja, dann müsste ich eigentlich schon mal von Level 1 ablösen und gucken, ob das dort auch stimmt. Das hier, das Level hat mich vor uns, wo ich das erste Mal gelöst hatte, wirklich ewig beschäftigt. Da saß ich da und dachte, was ist denn hier los und warum? Also N ist hier die richtige Lösung. Darauf bin ich gekommen, weil ich wirklich alle Buchstaben ausprobiert habe. Bis ich dann mal laut EZD vorgelesen habe und dann das N hin und dann wurde mir klar, E steht für 1 und Z für 2 und D für 3 und 4 für 4 und F, V für 4 und F für 5 und so weiter. Und das N9. Halleluja, da habe ich wirklich ewig gebraucht für uns. Jetzt sind wir bei Level 132, ich möchte langsam mal zum Ende kommen. 10. Sind immer noch 10, jetzt können wir ein bisschen schneller lösen. Jetzt brauchen wir nicht mehr so. Hier, der Diamant ist hier unterm Hut. Da bitte. Ordne die Gegenstände in den richtigen Ländern. Ach ne, jetzt kommt erstmal das Level, wo ich dem Herrn genau der Ball ist. Ich kann alle drei antippen, indem ich die Augen von dem Clown vorher geschlossen habe. Und der macht Quatsch. Der hat uns etwas cheaten wollen. So, alle Gegenstände kommen aus Frankreich. Was auch immer dieses Huhn ist, das kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht so genau, wo hier das Problem ist mit dem Turmbau. Man muss einfach die drei Steine aufeinanderlegen und dann ist der Turm fertig. Hier muss man die Augen auf den Mann setzen, damit das Baby nicht mehr weint. Also die Augen vom Auto unten. Auch kein Problem. Hier war die Lösung. Achso, die ist umgekehrt und das ist 17. Also man kann es ausrechnen und die Katze ist eine 6 und wenn man die 6 umdreht, ist es eine 9 und 9 plus bla bla bla. 9 plus Maus ist 17. Habe ich drüben auf CheckApp ausführlichst in einer mehrseitigen Arbeit gelöst. Ich habe das Gerät gerade um 180 Grad gedreht, sodass die auf dem Kopf steht und dann würde der es. Hier machen wir das so mit zwei Fingern. Mit dem Burger nach oben, da hält er den Mund auf, so zum Jubeln, dann schiebt man den Brokkoli rein.
Hier ist die Lösung. Wartet mal. Hier. So ist die Lösung. Also jeder, der hier mal ein RPG gespielt hat, dürfte ja klarkommen. Das ist ein Level hier, wo ich auf CheckApp geschrieben habe. Guckt mal an das Lösungsvideo. Und das machen wir ja jetzt gerade. Man muss aber eigentlich trotzdem nur ein bisschen gucken können. Und da sind an verschiedensten Stellen grüne Aliens zu sehen. Das sind, glaube ich, 9 in der Anzahl. Ich dürfte jetzt fast alle haben schon. Das ist ein kleines Wimmelbild. Das schafft, glaube ich, jeder auch so zu lösen. Da ist noch einer. Voilà. Das waren 9. So, 143. Was liegt in der Mitte von Amerika? In der Mitte von Amerika liegt ein bestimmter Ort, in, ich glaube, North Dakota war das. Aber hier liegt das R im Sinne des Buchstabens in der Mitte. Das sieht sehr traurig aus. Bitte halte ihn ein wenig auf. Dann muss man den Mund nach oben ziehen. Fertig. Next. Level 146. Vampir, einfach das Licht aufziehen. Wie viele Dreiecke sind hier zu sehen? Ganz viele. Ich glaube, 5 waren es. Indem wir das hier zu trümmern, das sind 5. Füttere die Katze, indem wir sie hier rausziehen und dann so. Das Eis ist ungerecht verteilt, da müssen wir die Eiskugeln der anderen einmal die runterziehen und dann werden die gleich groß. Dann sind sie gerecht verteilt. Obwohl sie überhaupt nicht verteilt ist, weil es ist ja immer noch was da. So, hier hat man die blaue und, also ich habe auf die blaue oder auf die gelbe kann man auch draufklippen, dann entsteht eine grüne. So, machen wir mal nach Level 151. Nö. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem Level 150, denn ich habe jetzt noch was zu tun, und zwar die Level von der 1 bis zu 120 nochmal durchzuspielen und zu gucken, ob die mit den Lösungen auf CheckApp übereinstimmen, weil ich möchte euch ja erstklassige Lösungen liefern und ja nicht Quatsch. Falls es da große Abweichungen gibt, kann es natürlich auch passieren, dass ich das erste Lösungsvideo nochmal update, aber ich denke, wenn jemand eine Frage hat, kann er sich auch mal durchaus auf den Link durchklicken auf unserer Seite CheckApp. Und dort findet er die Lösung für dieses Spiel Brain Test hier, also für Brain Out und Kidding Me und immer aktuelle Tipps für verschiedene Apps und Spiele. Täglich frisch und so weiter und so fort. Lava, lava. Gebt mir hier bitte ein Abo, wenn das Video hilfreich war für euch, damit ich auch endlich mal Werbung schalten kann. Evil, evil. Dankeschön.